Ganz herzlichen Dank, liebe Anja. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ist eine wunderbare Zeit schon gewesen und auch noch ein bisschen in der Zukunft hier am Auerbach-Institut. Und ganz herzlichen Dank für die Einladung und auch für die Einführung. Zunächst einige Vorbemerkungen, eben auch in Bezug auf dieses Projekt. So vielseitig der Begriff Luxus für Übermäßiges, Überschüssiges oder Überflüssiges aller Art verwendet wird, wird er doch meistens auf Materielles gemünzt. Es gibt aber auch einschlägige zeitliche Aspekte, die uns eben in diesem Projekt, insbesondere mich in diesem Projekt, eben auch interessieren. Sie sind verstärkt seit dem 18. Jahrhundert in den Fokus gerückt und scheinen womöglich besonders aktuell zu sein. Zeit haben, mehr Zeit haben, Herrin über die eigene Zeit sein, das ist heute, zumal in Umfragen, eine Standardantwort auf die Frage, was denn Luxus sei. Dabei ist das natürlich keineswegs unabhängig von Materiellen, etwa ob und wie viel Auszeit man sich leisten kann. Und manche würden vielleicht sogar solche Antworten selbst als eine Art Luxusphänomen sehen. Jedenfalls sind diese materiellen und zeitlichen Dimensionen nicht trennbar, sondern stehen immer auch in einem aufschlussreichen Verhältnis. Bei den zeitlichen Dimensionen kann man mindestens zwei grundlegende und auch etwas gegensätzliche Aspekte unterscheiden. Zum einen der Bereich, der mit Muße und Müßiggang assoziiert ist, also unproduktiv, in irgendeiner Weise unproduktiv verausgabte Zeit, und zwar im Gegensatz zur Freizeit, die zum dem Aufladen der Batterien fürs Wiederarbeiten können dient. Dann ein zweiter Bereich, weniger naheliegend, aber wie ich finde ebenso einschlägig, wäre mit Flüchtigkeit und Augenblicklichkeit assoziiert und übrigens auch mit Beschleunigung, auch vor allem seit der Zeit des 18. Jahrhunderts, also mit Nicht-Nachhaltigkeit, wie man heute vielleicht sagen könnte. Das ist insofern ein gegensätzlicher Aspekt, als es dabei nicht wie beim exzessiven Müßiggang um ein Übermaß, ein zu viel an Zeitverausgabung, was immer dann jeweils das Maß ist, geht, also um Zeitverschwendung parallel zu Geldverschwendung, wenn es denn abschätzig gemeint ist, bei diesem ja äußerst ambivalenten Begriff Luxus, sondern bei diesem Aspekt geht es eigentlich eher um ein rasches, also nicht zeitaufwendiges, ins Nichts verpuffen. Beispielhaft wäre da zu denken ans Feuerwerk oder eben auch ans Radio, als, was sich als Signet für das Ephemere, als einen zentralen Aspekt von Kunst- und Medienereignissen überhaupt ausgesucht habe. Das Stichwort Nicht-Nachhaltigkeit zeigt zugleich, dass Luxus in solchem zeitlichen Verständnis vor allem in Aversion zur Zukunft steht oder jedenfalls in einer Spannung zur Zukunft. So erscheint Luxus gegenwartsversessen und damit zukunftsvergessen. Einer, bei dem man dagegen, so wäre mein Vorschlag, Luxus und Zukunft in enger Verbindung oder Affinität sehen kann, ist Hans Blumenberg, mit dem Sie ja schon von anderen Seiten in diesem Semester mit Anja Lemke zu tun gehabt haben. Deshalb möchte ich seine Konzeption hier zur Diskussion stellen, aber ich bin keine Blumenbergianerin, ich komme wirklich vom Luxus her in diesem Fall, aber vielleicht lässt sich ja gerade dadurch auch eine etwas weniger bekannte Seite an ihm, an Blumenberg, ins Gespräch bringen. Und analoges gilt auch für die Zukunft, auf die ich an unterschiedlichen Stellen kommen werde, in Vorfreude auf Vertiefung und Weiterführung dann in der Diskussion. Aber ich möchte mit einem Gedicht beginnen. Es stammt vom Schweizer Schriftsteller Konrad Ferdinand Meyer, auf den sich übrigens Blumenberg meines Wissens niemals bezogen hat. Der Titel ist Fülle. Genug ist nicht genug, gepriesen werde der Herbst. Kein Ast, der seiner Frucht entbehrte. Tief beugt sich mancher allzu reich Beschwerte, der Apfel fällt mit dumpfem Laut zur Erde. Genug ist nicht genug, es lacht im Laube,
die saftige Pfirsche, also Pflaume, winkt dem durstigen Munde. Die trunkenen Wespen summen in die Runde, genug ist nicht genug um eine Traube. Genug ist nicht genug, mit vollen Zügen schlürft dichter Geist am Borne des Genusses, das Herz, auch es bedarf des Überflusses, genug kann nie und nimmermehr genügen. Das Gedicht, das ebenso gut Überfülle heißen könnte, ist eine Ode an den Überfluss, ein Loblied des Luxus in diesem Sinn. Der Ausruf genug ist nicht genug, wie ein Refrain wiederkehrend und in der letzten Zeile nochmals gesteigert, wird gleichermaßen dem Dichter als Kunstproduzenten wie der Natur in Gestalt der Traubensaft betrunkenen Wespen in den gierig genießenden Mund gelegt. Das Gedicht feiert Dichtung als Luxus, der nicht der Sphäre der Kunst vorbehalten ist, sondern als Grundprinzip des Lebens verkauft wird hier. Und Sie sehen, dass hier das Feiern der Überfülle zugleich vor allem ein Feiern der Gegenwart ist. Also im Genug ist nicht genug, glaube ich, liegt hier weniger ein zukunftsbegehrliches Immer-mehr-Wollen. Es ist eher ein Schwelgen im Überschwang der Gegenwart, die nicht einmal von der leisesten Erinnerung an die Zukunft, also Winter, Absterben, Vergänglichkeit des Überflusses, getrübt ist. Und ich denke, das ist bemerkenswert, gerade auch wenn man sich andere Gedichte zum Vergleich im Realismus heranzieht, etwa Gottfried Kellers berühmtes Abendlied vom goldenen Überfluss der Welt, wo sie durchaus auch eben diese Überschattung mit, zumindest mit der Vergänglichkeit des Überflusses haben. Nebenbei lässt sich Meyers Fülle auch als Selbstbeschwörung des Autors lesen, der zu Gedichten eines Kollegen bemerkt hat, Zitat, mein Hauptbedenken überall ist Mangel an Fülle, woran auch ich zu laborieren habe, Schweizer Eigenschaft. Genug ist nicht genug, könnte aber auch als Motto bei Blumenberg stehen, und zwar speziell bei seiner Weiterführung der Metaphorologie seit den 1970er Jahren, in denen sich, so mein Eindruck, eine verstärkte Orientierung an Fragen des Ökonomischen abzeichnet. Namentlich in den Überlegungen zu einer projektierten Theorie der Unbegrifflichkeit von 1975 und auch zur Geld- und Lebensphilosophie Georg Simmels 1976. So sehr Meyers Gedicht Poesie des Luxus ist, und zwar im doppelten Sinn des Genitivs, also einerseits ein Gedicht über den Überfluss und gemäß des Selbstporträts des Dichtergeists in der dritten Strophe Dichtung aus Überfluss, also Produkt des Überflusses, so zentral könnte sich bei Blumenberg eine Theorie des Luxus im Doppelsinn erweisen. Und zwar eine Theorie vom Luxus und eben mit Zukunftsbezug, würde ich behaupten, die überdies Theorie mithin auch sich selbst implizit als Luxusprodukt präsentiert. Dieser Hypothese möchte ich im Folgenden nachgehen und einige Aspekte der Blumenbergschen Luxustheorie skizzieren. Oder eher, müsste man wohl sagen, zusammensuchen. Es kann sich bei diesem Autor nicht um eine gesonderte, geschweige denn systematisch ausgeführte Theorie handeln, und die Überlegungen zu Luxus sind unablösbar verbunden mit seinen großen Themen, vor allem dem der Metapher und des Menschen, die ihn auch zur Kunst und Wissenschaft führen. Und ebenso zerstreut ist übrigens auch die Zukunftsthematik bei Blumenberg, der Zeit, Zeitlichkeit generell oft nur indirekt bespricht. Dabei lohnt es sich, die moderne Geschichte der Luxuskonzeptionen und Imaginationen seit dem 18. Jahrhundert zumindest schlaglichtartig einzubeziehen, zumal Blumenbergs Ideen untergründig mit dieser Geschichte eben auch angereichert sind. Also keine Angst, hier die Gliederungsfolie, vor allem Punkt 1 und 3 sind extrem kurz. Die Verbindung von Metaphern und verwandten Verfahren der Rhetorik mit dem Bedeutungsfeld des Luxus hat über Stichworte wie Redeschmuck, Ornatus,
oder Stilus luxurians zum Lob oder häufiger zum Tadel eine lange Tradition und scheint gerade deshalb Blumenbergs Konzeption ganz zuwider. Denn Blumenberg weigert sich nicht nur ausdrücklich, die Metapher, diesen rhetorischen Paradefall für ihn, in den, Zitat, reinen Luxus der Rhetorik einzuordnen. Darüber hinaus bringt er bekanntlich insbesondere mit seinem Begriff der absoluten Metapher die letztliche Unhintergehbarkeit und Unabdingbarkeit des Metaphorischen noch in der Wissenschaftssprache in Anschlag. Er ist gegen Auffassungen, wonach Metaphern nur als Notbehelf dienen und spätestens dann überflüssig werden bzw. würden, weil es ja gar nicht möglich ist, wenn sie durch klare und deutliche Begriffe ersetzt sind bzw. wären. Alles deutet also auf eine Theorie der Notwendigkeit von Metaphern. Daher überrascht zunächst doppelt, dass Blumenberg Metaphern zugleich zentral mit den Begriffen Luxus, Ausschweifung, Überschuss und Überfluss verknüpft. In Ausführungen, die Anselm Haverkamp gemäß dem Titel einer Vorlesung Blumenbergs im Sommersemester 1975 an der Uni Münster als Theorie der Unbegrifflichkeit aus dem Nachlass ediert hat, heißt es: Die Metapher als das signifikante Element der Rhetorik zeigt auf einen anthropologischen Mangel und entspricht in ihrer Funktion einer Anthropologie des Mängelwesens. Aber sie behebt den Mangel aus dem Fundus eines Überschusses, aus der Ausschweifung über den Horizont des Lebensnotwendigen hinweg. Insofern dieser Horizont Möglichkeit und Wirklichkeit trennt. Die Metapher verbindet die Sprachbereiche des primären Wirklichkeitsbezuges und der sekundären Möglichkeitsbeziehung. So spielen bei der Metapher, diesem Zitat Spezialfall von Unbegrifflichkeit, sprachliche Mangellage und Luxuslage, das sind beides Zitate, diese Begriffe, direkt oder man könnte vielleicht auch sagen dialektisch zusammen. Die Verwendung einer Metapher mag einerseits aus, wieder ein Zitatbegriff, Sprachmangel, aus der Notwendigkeit eines Notbehelfs motiviert sein. Sie kann beispielsweise mangels einer verfügbaren Formel nötig sein oder weil man auf ihren ökonomischen Effekt angewiesen ist, so Blumenberg. Namentlich, wenn Zeitmangel keine ausgiebige wissenschaftliche Belehrung erlaubt. Gleichzeitig wird die Metapher aber andererseits aus dem überschüssigen Sprachfundus und aus dem sprachlichen Ausschweifungsbedürfnis des Menschen kreiert, der den Mangel immer mehr als kompensiert, luxuriös überkompensiert, weil ihm genug nicht genug ist. Also eine Metapher wie zum Beispiel der Horizont des Lebensnotwendigen ist gemäß Blumenberg in diesem Sinn gerade als Notbehelf mangels Fassbarkeit und Ausführbarkeit des Lebensnotwendigen zugleich überschüssig, etwa im Reichtum ihrer bildlichen und begrifflichen Assoziationen. Und in diesem Bild des Ausschweifens über den Horizont des Lebensnotwendigen hinaus bringt, wenn man das jetzt weiterführen würde und die Metapher auch ernst nimmt, könnte man sagen, das bringt womöglich eben auch zentral eine Zeitdimension oder sogar eine Zukunftsdimension ins Verständnis von Metaphern ein. Also Metaphern als eine Art Ausblick. Ausblick ist ja ein Begriff, der sowohl räumlich wie auch zeitliche Dimensionen hat. Also der schöne Ausblick vom Berg und Ausblick zum Beispiel am Ende einer Arbeit. Ich komme noch auf diese räumlich-zeitliche Doppelstruktur zurück, aber Metapher als Ausblick, so die Weiterführung, jetzt, das wäre eine meiner Fragen für die Diskussion. Und wir können dann auch natürlich über die Sache mit der Wirklichkeit und der Möglichkeit gerne noch sprechen, die auch da in diesem Zitat natürlich ein Knackpunkt ist. Aber das würde auch eben zusammengehen, glaube ich.
Blumbergs Luxustheorie der Metapher ist, wie die Passage ja bereits andeutet, anthropologisch begründet. Bei dem menschlichen Mängelwesen ist ein Zentralbegriff der, also das menschliche Mängelwesen ist ein Zentralbegriff der philosophischen Anthropologie des 18. Jahrhunderts, besonders derjenigen Herders. Und das ruft hier Blumberg auf. Sie wird im 20. Jahrhundert unter neuen Vorzeichen aufgenommen, diese Anthropologie, und weitergedacht, nicht nur von Blumberg, sondern prominent etwa auch schon von Arnold Gehlen. Auf Gehlen bezieht sich Blumberg allerdings besonders in der Theorie der Unbegrifflichkeit in einem entscheidenden Punkt kritisch. Also ich glaube, das lohnt sich hier anzuschauen, weil sonst eigentlich immer gesagt wird, dass Blumberg vieles, also nicht gerade alles, aber sehr vieles von Gehlen hat. Und ich denke, dieser Punkt zeigt zugleich, wie Blumberg die Idee des Mängelwesens, auf deren Nenner seine Anthropologie eben sehr häufig gebracht wird, nicht genügt und er den Menschen ebenso elementar als Luxuswesen sieht. Aus Blumbergs Sicht erklärt Gehlen ebenso wie der darwinistisch-biologistische Ansatz, da schert er über einen Kamm, entwicklungsgeschichtliche Errungenschaften, namentlich die Entstehung des Begriffs, zu eindimensional aus der Funktion der Ersparnis. Hier Entlastung unter den Bedingungen der Reizüberflutung, für die der Mensch biologisch mangelhaft ausgestattet ist. Indem Gehlen nur mit einer Rationalität der Ökonomie rechne, reduziere er den Menschen letztlich auf das Bestreben nach purer Selbsterhaltung. Und das ist Blumberg zu wenig für eine philosophische Anthropologie. Und diesen Einwand gegen Gehlen bzw. Darwin führt er übrigens in einem Beitrag weiter, der posthum in der FAZ erschienen ist. Darwins Theorie bringt Blumberg dort auf die Formel, dass nur die äußerste Knappheit der Lebensmöglichkeiten die Steigerung der organischen Qualität herbeizunötigen vermag und dass auch der Mensch nur die Konsequenz dieses organischen Gesamtgesetzes ist, in dem seine Vernunft der Inbegriff der durch Not erzeugten Findigkeiten ist. Die eben auch Zukunftsprognosen beeinflussende Annahme, der Druck der Knappheit sei der alleinige Motor der Entwicklung und die damit zusammenhängende Anthropologie des Menschen als eines Mängelwesens, kritisiert Blumberg unter Überblendung der Evolutions- und Ökonomietheorie als eine Art Malthusianismus und stellt auf den ersten Blick vielleicht etwas überraschend, die Konzeption von Marx sympathisierend gegenüber. Er sieht Marx im Grunde eine Anthropologie des Überflusswesens vertreten, worauf dessen Vorbehalte bezüglich Darwins Theorie zum Teil unbewusst gemäß Blumberg beruhten. Deshalb sei in Marx' Dialektik der Erfolg des Kapitalismus in der Erzeugung von Überfluss oder sogar das Überdauern dieses Erfolges über die Zerstörung des Kapitalismus hinaus Voraussetzung dafür, dass jenseits dieser Epoche eine Welt der Gleichheit der Möglichkeiten entstehen kann. Die Knappheit der Güter ist für den Kommunismus gemäß dieser Lesart nicht die wirkliche Prämisse der Evolution. Natürlich lässt sich auch über diese ließe sich auch über diese Lektüren hinterher gut diskutieren. Ähnlich wie Marx, so könnte man von hier aus sagen, charakterisiert Blumberg gerade das Mängelwesen Mensch genauso oder mehr noch durch sein unökonomisches Verhalten und auch unökonomisches Sprachverhalten. Der Mensch ist seinem Ursprung nach an das Prinzip der Überflüssigkeit, des Luxus gebunden. Der aufrechte Gang ist vom ersten Augenblick an luxurierend. Zu sehen, was noch nicht gegenwärtig ist, was noch keine akute Notwendigkeit besitzt, Prävention zu üben in Bezug auf das, was nur unleibhaftige Möglichkeit, potenzielle Drohung oder Lockung ist, das ist immer eine Sache des zu großen Aufwandes und nicht zufällig darin, ebenso aller Aggressionen Anfang, wie die Möglichkeit ihres Endes. Mindestens drei Grundzüge von Blumenbergs Luxusanthropologie deuten sich in diesen Bemerkungen an.
Also das ist erstens die zeitliche Akzentuierung, wobei Blumberg vor allem die Zukunft im Blick hat hier. Und zweitens das Verständnis von Luxus als Vernunftbedürfnis. Drittens als Prinzip nicht nur von Kunst, sondern auch von Wissenschaft und Theorie. Und ich werde mich jetzt an diesen Aspekten im Folgenden entlang hangeln und komme gleich zum ersten. Luxus, von Blumberg nirgends näher definiert, ist für ihn an dieser Stelle zunächst, also das ist jetzt wieder dieses Zitat gemeint, ist da zunächst Überflüssigkeit, nicht Notwendigkeit. Luxus im Sinn von Übermaß oder Unmäßigkeit, wie er in Meyers Gedicht zentral ist, spielt aber in der Rede vom zu großen Aufwand auch mit. Er ist zudem in erster Linie als Verhalten in und zur Zeit akzentuiert, nicht als Hab und Gut. Aufrechtes Gehen und das damit verbundene Prävention üben als unnötige Bezugnahme auf Möglichkeiten der Zukunft, auf räumlich wie zeitlich Fairness. Solcher Ausblick im doppelten Sinn ist, obgleich im Stichwort Prävention besonders auch der Kontext des Kalten Krieges mitschwingt, nie nur aufs Vermindern von Furcht, sondern immer schon zugleich aufs Genießen ausgedacht. Also deshalb Drohung oder Lockung. Und hier ließe sich auch ein Bezug zum Wünschen von Stefan Willers Vortrag herstellen. Außerdem kann man in dieser Betonung des Unnötigen auch einen Kontrapunkt sehen zu den Notwendigkeitserklärungen, die ja bei Begründungen von präventiven Maßnahmen jeweils stark rechtfertigend herangezogen werden. Und zwar nicht, um das Ganze dann einfach umzudrehen, sondern vielleicht, um das jetzt anzudeuten, wohin das vielleicht führt, sondern vielleicht eher dahingehend, dass deutlich wird, dass diese Unterscheidung von Notwendigem und Überflüssigem vielleicht zur Rechtfertigung nicht wirklich taugt. Nicht zufällig verwendet Blumenberg dabei die Tätigkeitsform luxurieren, die im 18. Jahrhundert bzw. um 1800 gebräuchlicher war, und zwar insbesondere um rhetorisches Ausschweifen, so benutzt etwa von Lessing, oder erfinderisches Überborden der Einbildungskraft, übermütiges Fantasieren, so zum Beispiel bei E.T.A. Hoffmann zu bezeichnen. Wenn Blumberg seine Anthropologie als Grundlage seiner Metaphorologie präsentiert, lässt sich, also ohne dass man das jetzt so richtig gegen den Strich bürstet, aber ich denke, da lässt sich deswegen eigentlich der Zusammenhang auch umgekehrt perspektivieren. Die Anthropologie wirkt hier von seiner Luxustheorie der Metapher als Ausschweifung in imaginative Assoziationsmöglichkeiten inspiriert. Er lanciert den Menschen als fiktionsaffines Was-wäre-wenn-Wesen, das seine Wirklichkeit mit luxurierendem Möglichkeitssinn anreichert und dabei besonders in die Zukunft imaginiert. Das unökonomische Verhalten fokussiert Blumberg vor allem als Zeitaufwand, der für das Wesen mit existenziellem Zeitmangel stets zu groß ist. Das ist eine Formulierung, die sich auch bei Blumberg findet. Doch der Mensch als luxurierendes Wesen kann und will es nicht lassen. Er rechnet nicht mit dem Tod. Und er ist in diesem Sinn bei allem Ausblicken zugleich zukunftsvergessen. Er gibt Zeit aus, als hätte er keinen Mangel. Zeitlich lebt noch der bestbetuchte Mensch immer über seine Verhältnisse. Also es ist auch eine grundsätzliche Asymmetrie in Bezug auf Geld anhäufen und ja, Umgang mit Zeit. Das ist, so würde ich zuspitzen, Blumenbergs zeitökonomische Fassung der von Freud diagnostizierten Todesverdrängung. Mit dem Akzent auf Zeitdimensionen des Luxus blendet Blumenberg die materiellen Aspekte aber nicht einfach aus. Zumindest in seiner Studie Geld oder Leben zum Verhältnis von Simmels früherer Philosophie des Geldes und späterer Lebensphilosophie
das in seinen Augen insofern innig ist, als er Simmel am Thema des Geldes vorgängig die Metaphorik für das Thema des Lebens gewinnen sieht. In dieser Studie geht es zentral um die anthropologische Beziehung von materiellem und zeitlichem Luxus. Die Beziehung rückt bezeichnenderweise beim materiellen Luxus des Geldes als potenziellem zukünftigem Hab und Gut, als Medium in diesem Sinn in den Fokus. Geld ist hier also verstanden als pure Potentialität, in der Zukunft etwas damit anzufangen. Je mehr Geld, desto mehr Zukunft in diesem Sinn. Die menschlichen Verhaltensweisen zur Zeit und zum Geld kennzeichnet für ihn eine gänzlich analoge, scheinbar absurde Verklammerung von Erwerb und Verschwendung. Oder in den Begriffen der Theorie der Unbegrifflichkeit gesagt, von Ökonomie und Luxus. Die Anstrengung des Zeitgewinns und die Bedenkenlosigkeit des Zeitvertreibs spielen paradox zusammen und genauso beim Geld. Diese Analogie oder Äquivalenz vielleicht eher fasst ihm zufolge die Redensart, dass Zeit Geld sei, nicht hinreichend, also die bekanntlich Franklin vor allem popularisiert hat. Er kritisiert auch die Redensart Geld mache nicht glücklich mit dem Argument, dass nur die reine Potentialität des Geldes der reinen Subjektivität des Glücksbegriffs gerecht werde. Denn Glück sei, wie jedes menschliche Bedürfnis, nicht objektivierbar, außer es würde eben auf die bloße Selbsterhaltung, das Leben auf den Kampf ums Dasein reduziert. Deshalb ist Geld zu haben die einzige bestimmte Form von Glück, die wir überhaupt angeben können. In alledem zeigt sich eine ambivalente Wertung von Luxus, die man als typisch modern bezeichnen könnte. Mit der Ablösung aus dem theologischen Sündenkontext Luxuria, oder ich würde versuchen, das etwas genauer zu fassen, nämlich mit der verstärkten Ausdifferenzierung in diverse Diskussionsbereiche, denn auch die Diskussion in der Theologie, die hört ja nicht einfach auf, zeichnet sich um 1700 eine zunächst vornehmlich ökonomisch akzentuierte, dann aber auch moralische bzw. anthropologische Aufwertungstendenz ab, indem der Überfluss vermehrt als Triebfeder von Nachfrage, technischem Fortschritt, erhöhter Beschäftigung und Export mithin der Prosperität der Gesellschaft gelobt wird und ebenso auf seine verfeinernde, kultivierende Wirkung verwiesen wird. Die Aufwertung verdrängt aber die Kritik nicht einfach, vielmehr erhöht und vervielfältigt sich sprunghaft die Ambivalenz in den Diskussionen und Präsentationen des Luxus. Wenn Blumenberg mit seiner nicht per se disqualifizierenden Begriffsverwendung insbesondere an die anthropologische Aufwertung des Luxus im 18. Jahrhundert anknüpft, geschieht dies nicht einsinnig positiv. Luxurieren führt, wie erwähnt, potenziell etwa auch zu Aggressionen. Das menschliche Prinzip Luxus kann Kunst wie Krieg hervorbringen. Der Mensch übertreibt gern, auch hinsichtlich dessen, was er anrichten könnte. Das ist eine Bemerkung aus den astrogonoetischen Glossen, die dann unter dem Titel Vollzähligkeit der Sterne herausgekommen sind. Das ist der Titel einer Glosse und das ist eigentlich ein völlig falscher Titel, würde ich sagen. Es müsste eigentlich Übermaß der Sterne heißen, nicht nur, weil ich jetzt überall einfach immer Luxus sehe, sondern weil es nämlich von Goethe geliehen ist. Also es ist eine andere Geschichte, ich behelge es jetzt nicht damit, aber vielleicht können wir ja in der Diskussion noch darauf eingehen. Aber also das Übermaß der Sterne wäre der bessere Titel für die Vollzähligkeit der Sterne. Analog führt die Metapher in den doppeldeutigen Überschuss eines Leitfadens der Erkenntnis einerseits, einer Verweisung der Irreführung andererseits. Also auch hier haben Sie diese Ambivalenz. Wie in der ambivalenten Anthropologie des Luxus verbindet sich bei Blumenberg Metaphernheuristik mit Metaphernskepsis.
in dem Blumenberg den Menschen seinem Ursprung nach vom Prinzip des Luxus bestimmt sieht, verzichtete er auf jegliches Narrativ einer kulturgeschichtlichen Entwicklung vom Lebensnotwendigen oder Notwendigen hin zum Surplus, wie es mit unterschiedlichen Wertungen seit dem 18. Jahrhundert eben besonders beliebt ist. Also Blumenberg weicht davon entscheidend ab. In Blumenbergs Dialektik bestimmt das Prinzip der Überflüssigkeit hinsichtlich Lebenserhaltung den Menschen gleich ursprünglich wie das der Notwendigkeit vom ersten Augenblick des aufrechten Ganges an. Und mit dieser imaginierten Luxus-Urszene des aufrechten Ganges, der ja Verhalten, also aufrechtes Gehen und Gestalt, aufgerichtete Körperhaltung, untrennbar vereint, untergräbt Blumenberg auch jede, vor allem in der Geschichte der Luxuskritik, gängige Entgegensetzung von natürlichem Maß einerseits und kulturellem Surplus andererseits, indem er das Luxurieren als ein elementares Bedürfnis in der Biologie bzw. Physiologie des Menschen verankert sein lässt. Darin zeigt sich jene paradoxe Figur des notwendigen Überflüssigen, die Voltaire anders akzentuiert in seiner Luxusapologie Le Mondain auf eine nachmals sprichwörtliche Verszeile gebracht hat: Le superflu, chose très nécessaire. Die Figur taucht in den Diskussionen vor allem bei den Luxusverteidigern regelmäßig auf. Sprachlich spiegelt sie sich in der paradoxen Formulierung, der Mensch sei an das Prinzip des Luxus gebunden. Und sie wird mit Blick auf die entwicklungsgeschichtlichen Effekte quasi evolutionstheoretisch weitergeführt, wenn Blumenberg als allgemeines Prinzip formuliert, in der Phylogenese entstünden Überlebensvorteile nicht nur durch das, was die Selbsterhaltung unmittelbar verbessert, sondern auch durch eine Art von Luxus der Erhaltungsleistung. Also von Luxus der Erhaltungsleistung. Solcher notwendiger Luxus ist zugleich nützlicher Luxus. Man könnte Blumenbergs Spielart der Figur als eine Art Naturalisierung des Luxus zunächst mal verstehen und diesbezüglich in die Nähe von Meyers Gedicht rücken. Zumal unklar ist, ob ihm das Luxusbedürfnis als für den Menschen charakteristisch gilt oder ob dieses nicht vielmehr ein allgemeines Prinzip allen Lebens für ihn darstellt. Also das wäre auch eine meiner offenen Fragen. Allerdings, und das spricht dann gegen Naturalisierung, beansprucht Blumenberg generell die Opposition Natur-Kultur vielmehr umgekehrt auszuhebeln. In seiner anthropologischen Annäherung an die Aktualität der Rhetorik von 1971 erklärt er, er sehe keinen anderen wissenschaftlichen Weg für eine Anthropologie, als das vermeintlich Natürliche zu destruieren und seiner Künstlichkeit im Funktionssystem der menschlichen Elementarleistung Leben zu überführen. Also natürliches Verhalten ist insofern immer schon Lebenstechnik. In diesem Sinn will er nicht die vermeintlich künstliche Luxusaffinität des Menschen naturalisieren, sondern umgekehrt das vermeintlich Natürliche, das zur Lebenserhaltung Notwendige, für immer schon künstlich und über jenen Zweck hinausschießend erklären. Entsprechend signifikant dürfte seine Wortwahl sein. Mit Luxus und Überflüssigkeit bevorzugt er Begriffe, die herkömmlich tendenziell noch stärker künstlich und auch stärker negativ konnotiert sind, als etwa Überfluss, der sich dagegen leichter zugleich für Naturphänomene verwenden lässt, wie es in Meyers Gedicht über die herbstliche Überfülle geschieht, und zwar dort, wo seinerseits, wie ich behaupten würde, nicht zufällig unter Vermeidung des Begriffs Luxus. Ins gleiche Kapitel gehört, dass Blumenberg das Luxurieren als theoretisches Bedürfnis, als kardinales Bedürfnis der Vernunft vorstellt.
Dies steht einer traditionell arbeitsteiligen Sicht auf die menschlichen Vermögen entgegen, wonach die Sinnlichkeit, die Fantasie oder Einbildungskraft, in Meyers Gedicht das Herz, für den Luxus zuständig sind. Bei Blumberg ist es die Vernunft, die namentlich etwa durch die Leistung des Begriffs unbefriedigt, darüber hinausgreift, darüber hinaus begreift und mit der Metapher aufs unbegriffliche Ganze geht. In Blumbergs anthropologisch begründeter Metaphorologie erweist sich entsprechend das Luxurieren als Kardinalmoment nicht nur von Kunst, sondern auch von Wissenschaft. Metaphern sind indes keineswegs das einzige Einfallstor des Luxusprinzips in diese beiden Bereiche. Blumberg versteht hier Kunst insgesamt aus dem Blickwinkel der Rezeption, des Zuschauers berühmtermaßen, als entlasteten Nachvollzug der anthropogenetischen Frühsituation. Deshalb, so lässt sich folgern, liegt das menschliche Luxurieren über das Gegebene, pragmatisch Nötige hinaus, auch im Kern von Kunst. Es ist dabei von der Furcht entlastet, die sich in angenehmen Schauder verwandelt hat, und das Unvorhersehbare provoziert nicht mehr angespannte Prävention, sondern entspannte Überraschung. Weit wichtiger, so würde ich sagen, ist Blumberg aber Luxus als Prinzip von Wissenschaft. Und zwar nicht nur jener Ausrichtungen, an die sich die immer von Zeit zu Zeit laut werdende Kritik, sie befassten sich vorwiegend mit, Zitat, Dingen vom Orchideentypus, besonders gerne richtet. Also nicht nur im Sinne von Wissenschaft, Geisteswissenschaften, sondern genauso der Naturwissenschaften. Er orientiert sich dabei an Thomas Kuhns Theorie der Wissenschaftsgeschichte und hier interpretiert er als eine übersehene Pointe, dass die Diskontinuitäten oder Paradigmenwechsel, Fortschritt also, wie er reformuliert, auf einem antithetischen Prinzip zu jeder Ökonomie theoretischen Verhaltens beruhen. Jene Diskontinuitäten entstehen nämlich nur dadurch, dass im Bereich etablierter Theorien überflüssige, der bloßen Schulverfestigung und Selbstbestätigung dienende Geschäftigkeiten stattfinden, wie etwa die übertriebene Verfeinerung von Messgenauigkeiten über die Toleranzen hinaus, die zur Erhaltung der vorherrschenden Theorie erforderlich sind. Gemäß dieser Theorie, der wissenschaftlichen Theorie und auch der wissenschaftlichen Theoriegeschichte, einer Art Theorie der Effizienz des Überflüssigen, ist Luxus der Motor von Wissenschaft, ja, von Theorie überhaupt. Und das ist nun bestimmt mit dem Nur auch selbst etwas übertrieben. Konkret wäre wohl etwa daran zu denken, wie gegenwärtig überflüssige Daten in der Zukunft womöglich verwertet werden können. Dabei ist aber nicht einfach der Trick, so glaube ich, das Überflüssige da künftig nützlich nun nur als für scheinbar überflüssig zu erklären. Also ich finde, das kann schon sein, das können wir diskutieren, das wäre dann wirklich ein sehr fauler Trick. Und damit ja auch wieder zu rationalisieren, also wenn man von allem Luxus überflüssig, wie der da betrieben wird, jetzt zum Beispiel Wissenschaft dann einfach sagt, ja, später wird das mal ganz entscheidend sein für den Fortschritt. Das kann es in dem Sinn nicht sein. Dann löst man den Begriff auch des Überflüssigen völlig auf und rationalisiert ihn wieder. Sehr vieles wird nicht nützlich werden oder auch zum Schaden übrigens natürlich verwendet werden können. Auch über diesen Punkt würde ich dann gerne etwas mit Ihnen diskutieren. Entsprechend denkt sich Blumberg auch die Geburt von Theorie aus dem Luxus oder aus dem Geist des zukunftsträchtigen Luxus. Den ersten Ansatz von Theorie, verstanden als Inbegriff der Leistungen von Begriffen, verortet er wiederum im luxurierenden aufrechten Gang. Ihren eigentlichen Einsatz aber im dadurch ermöglichten Blick zum Himmel, in den Anfängen der Astronomie als Betrachtung des Himmels als eines nicht zu handhabenden, nicht als Mittel zu betrachtenden Gegenstandes.
solch unnütze, überflüssige Wissenschaft ist der Beginn reiner Theorie und sie entsteht unter den zentralen Bedingungen von wiederum zeitlich akzentuiertem Luxus. Ihr Anfang fällt ins, wie Blumberg genau angibt, 5. Jahrhundert der blühenden Stadt Milet, in der es deshalb beginnende Theorie gibt, weil es in ihr Muße gibt. Die Datierung erhebt wiederum weniger Anspruch auf historische Korrektheit natürlich als auf mythische Plausibilität. Denn Blumberg ruft hier als Urszene von Theorie, wie später bekanntlich mit einem ganzen Buch, nämlich Das Lachen der Thrakerin, die berühmte Anekdote über Thales von Milet auf, der bei der Beobachtung der Sterne in eine Zisterne fällt und von seiner wiederum ihn beobachtenden thrakischen Magd ausgelacht wird, weil er ob der Beschäftigung mit dem Fernen am Himmel das vor seinen Füßen liegende übersieht. Die Anekdote vom ersten Astronomen ergänzt für ihn die zu einfache Geschichte, eben Erfolgsgeschichte der traditionellen Metaphysik vom Aufstieg des Menschen aus der Erdverhaftung, um die Dimension des Konflikts zwischen Theorie und Praxis. Jetzt eben ganz kurze Einordnung, in dem Sinn auch auf Distanz gehen. Dies alles gesagt im Sommer 1975 vor Studierenden in einer Vorlesung mit dem Titel Theorie der Unbegrifflichkeit, dürfte dies auch als Statement mit Gegenwartsbezug verstanden worden sein. Als Reflexion und auch eben Selbstreflexion auf das Unternehmen Theorie, in das Blumberg seit den 60er Jahren etwa auch ganz praktisch als Mitglied des Berater- und Herausgebergremiums der Suhrkamp-Reihe Theorie involviert gewesen ist, zusammen mit Jürgen Habermas, Dieter Henrich, Jakob Taubes und Niklas Luhmann. Zentrale Zeitzeichen sprechen gegen eine Luxusdeklaration zur Positionierung der eigenen Theorie. Die damals breitenwirksam gewordene Kennzeichnung Überflussgesellschaft ist eine kritische. Das Label Luxus ist vor allem ein Verdikt. Und der Ruf nach Praxisrelevanz, nach direktem Gebrauchswert, betrifft in jener Zeit auch das Gebiet der Theorie, für die sich das Luxuslabel entsprechend schlecht macht, eigentlich. Demgegenüber wird Blumberg skizzierte Theorie vom ursprünglich und immer luxurierenden menschlichen Verhalten und Sprachverhalten, die sich indirekt, aber konsequent selbst als luxuriös qualifiziert oder eben disqualifiziert, mutwillig und zeitgemäß. Mehr noch als in konzeptioneller Hinsicht, würde ich sagen, also dieses mutwillige auch gegen argumentieren, Blumbergs Luxus mag etwa mit der versprochenen mittelbaren Effizienz im Vergleich zu anderen kritisierten Luxusaspekten auch als relativ milde Form erscheinen, aber mehr noch als in konzeptioneller Hinsicht gilt dies mit Blick auf den gleichsam trotzigen Einsatz des in jener Zeit verfemten Begriffs Luxus. Aber gerade auch diese Gestik des Unzeitgemäßen ist selbst auch wieder ziemlich zeitgemäß. Das könnte man auch in Bezug auf andere Felder zeigen. Blumberg ist auch so, äußert sich auch ein bisschen spöttisch über die Humorlosigkeit gewisser Theoretiker und dabei bewegt er sich gleichzeitig im ganzen Feld von vielen anderen, die das auch bemängeln. Aber jetzt in Bezug auf den Aspekt des Luxus ist er überhaupt nicht alleine auf weiter Flur. So verteidigt etwa ausgerechnet der Kulturkritiker Adorno Luxus und Verschwendung gegen Thorstein Veblens Theory of the Leisure Class, der er Vergötzung des Utilitätsprinzips vorwirft, mit dem in der Anthropologie des 18. Jahrhunderts wurzelnden Argument, dass der Mensch
sich zugleich nach der Befreiung von der Sklaverei der Zwecke sehne. Und weiteres ließe sich anführen, ich habe das nur noch etwas angedeutet auf der Folie. Mit Blick auf solche Kontexte erscheint Blumbergs Verwendung von Luxus als Grundbegriff seiner Anthropologie und Metaphorologie, aber auch für sein eigenes theoretisches Tun und Treiben zugleich zeitgemäß für damals. Diskutieren ließe sich, ob und wiefern für heute die damalige Zukunft noch oder wieder oder sogar mehr noch, da sich jener Vorwurf der Beschäftigung mit Orchideenartigem oft weniger aus einer engagiert geforderten Notwendigkeit von politischer Praxisrelevanz speist, denn vielmehr aus der selbstverständlich vorausgesetzten Nützlichkeit ökonomischer Effizienz. Aber das wäre jetzt eben auch ein Diskussionspunkt und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Geduld. Applaus